Was einst eine riesige Platte aus Meeressediment war, haben Wind und Wasser in Millionen Jahren zu einer einzigartigen, bizarren Bergwelt geformt. 30 Kilometer südöstlich von Dresden erhebt sich eine märchenhafte Bergwelt, das Elbsandsteingebirge. Seit Jahrhunderten prägt der Sandstein das Bild der sächsischen Schweiz und als historischer Baustoff Sachsens Landeshauptstadt Dresden. Die barocken Prachtbauten erschaffen aus Elbsandstein. Kaum eine deutsche Stadt war nach dem Krieg so stark zerstört wie Dresden. Nach zwei verheerenden Bombennächten im Februar 1945 lagen 90% der Stadt in Schutt und Asche. Nach stetigem Wiederaufbau erstrahlt Dresden heute in neuem Glanz. Das einstige Residenzschloss der sächsischen Kurfürsten ist das älteste Bauwerk der Stadt. In der Schlosskapelle wird das einmalige historische Schlingenrippengewölbe rekonstruiert. Einer der Verantwortlichen ist der Dresdner Architekt Jens-Uwe Anwand. Hallo. Alles gut? Alles klar. Profil stimmt? Profil stimmt. Ich mache bloß noch die letzte Oberflächenbearbeitung. Sehr gut. Schönes, bewegtes Profil. Schönes Terror. Ja, kein Eisanschluss. Schön. Ich bin dran. Tschüss. Gut. Tschüss. Für das spätgotische Gewölbe aus Elbsandstein gibt es keine überlieferten Baupläne. Bauleute aus ganz Europa hielten es für unmöglich, es zu rekonstruieren. Architekt Jens-Uwe Anwand und sein Team wagten es trotzdem. Nach alten Dokumenten, wie historischen Kupferstichen, die nach dem Krieg in der Schlosskapelle gefunden wurden, konnte das Expertenteam die traditionelle Bauweise tatsächlich nachvollziehen und wiederbeleben. Über 400 Jahre lang war die spätgotische Gewölbetechnik vergessen. Seit knapp 3 Jahren arbeiten die Handwerker nun nach der alten Methode. Die doppelt gekrümmten Sandsteinelemente werden mit einzelnen Ziegeln gebaut. Die mittelalterliche Handwerkstechnik ist für alle Beteiligten Neuland. Wie kommen Sie jetzt klar an dieser Stelle? Ist ja alles sehr beengt. Hier haben wir den Randträger schon eingebaut. Klappt es so gut wie an den anderen Bereichen? Also wir kriegen es hin, aber durch die Enge, wir müssen natürlich mehrfach umrüsten von den Arbeitsböden. Die Bereiche sind kleiner, die wir mauern können, um dann den Arbeitsböden wieder umzusetzen. Aber wir kriegen es vom Platz her hin, räumlich, und schicken natürlich unseren kleinsten Maurer dort rein. Und vergessen ihn dort nicht? Nein. Das Spannende ist eigentlich, dass wir Sachen planen, die vor uns 450 Jahre nicht praktiziert wurden. Solche Gewölbe wurden nicht mehr gebaut ab dem späten 16. Jahrhundert. Es ist keine Baustelle weder an der Rand. Es ist schon ein tolles Gefühl, hierher zu kommen. Es ist durch die historischen Techniken, die Bautechnologien und den wenigen Handwerkern, den wenigen Leuten, die das Ganze hier bauen. Es ist auch erstaunlich, dass auch so eine Bauhüttenatmosphäre wieder entsteht. Jeder kennt jeden, jeder weiß genau, was der nächste Tag bringt, wo Probleme liegen, wo schöne Stunden sind, wo man sich gemeinsam auch freut, wenn ein letzter Stein im Joch gesetzt wird. Und mir geht es manchmal so, dass ich mich kaum trennen kann von im Anblick des Gewölbes, und ich hocke manchmal irgendwo in der Ecke am Freitagnachmittag und ja, muss fast warten, dass der Schließdienst mich rausschmeißt. In Lohmen, direkt am Eingang des Nationalparks Sächsische Schweiz, befindet sich der größte Steinbruch der Region. Insgesamt wird nur noch in 6 Steinbrüchen der historische Baustoff aus dem Elbsandsteingebirge gewonnen. Gleich steht die Sprengung an. Die Beschaffenheit des Sandsteins spielt für den Architekten eine ganz entscheidende Rolle. Was ist das für eine Qualität? Ja, wenn sie nicht mehr auftauchen, kann man diesen Stein als mit geringen Einschlüssen einstufen. Wir haben ja auch sehr hohe Anforderungen an den Stein. Wir haben schon auch Bildhauerqualität gefordert, aber lassen geringe Einschlüsse auch zu. Auch zu. Mhm. Es
sehr schöner Stein. Also das Stück. Gefällt mir sehr gut. Wie viele Kubikmeter sprengen Sie? Also im Ergebnis werden dann ca. 5 bis 6 Kubikmeter Sandstein wieder zur Verfügung stehen für das Einbauen. Ja, das wird ja noch nicht ganz reichen für unser Gewölbe. Ja. Wir bleiben dran. Ja. So, dann würde ich Sie bitten, den Sprengbereich zu verlassen. Den Stein minutenlang begucken und sieht immer wieder was Neues. Und ich hoffe, so wird das mit unserem Gewölbe in Dresden auch sein, dass man stundenlang gucken kann und immer wieder was Neues entdeckt und sich natürlich auch über das Gewölbe freut, aber natürlich auch über den schönen Stein, der dort verbaut wurde. Um 1900 gab es in der Gegend 90 Steinbrüche mit mehr als 3000 Arbeitern. Heute sind nur noch etwa 280 Menschen in den verbliebenen 6 Steinbrüchen beschäftigt. Nach fast 3 Jahren Bauzeit ist das historische Schlingenrippengewölbe in der Kapelle des Residenzschlosses fertiggestellt. Architekt Jens-Uwe Anwand zeigt einem Freund, was viele lange Zeit für unmöglich gehalten haben. Dass es den Handwerkern gelungen ist, das mittelalterliche Schlingenrippengewölbe zu rekonstruieren, kann man wohl als eine Meisterleistung bezeichnen. Denn dass diese in Vergessenheit geratene Handwerkskunst wiederbelebt werden konnte, ist weltweit einmalig. Das sind Luftrippen. Und das hat auch was mit der Sekundärfiguration zu tun, also mit diesen untergehängten Rippen, die Schlangen darstellen und Engel auf Wolken. Und das ist das Besondere des Gewölbes der Schlosskapelle, dass solche figürlichen Darstellungen nicht nur gemalt waren auf dem Kappengrund, sondern dass die so richtig plastisch dann im Gewölbe zu sehen waren. Und das war eine Berühmtheit in der damaligen Zeit. Es ist was Einmaliges. Es ist etwas so Tolles und ich bin auch schon ein bisschen stolz, aber es ist eher eine Dankbarkeit, dass gerade ich es sein durfte, sein konnte, der dieses Gewölbe mit vielen anderen Leuten zusammen zur Veränderung und zur Umsetzung bringen konnte. Ich glaube aber fast nicht, dass es etwas Größeres gibt, als ein spätgotisches Schlingrippengewölbe zu rekonstruieren.